Leute, herzlich willkommen zurück zu einem 1 gegen 1, diesmal nicht gegen Parasite, gegen Amberolo, gegen Coach. Ja, wir spielen auf Stalaktiten. Parasite ist zwar noch in der Lobby, aber das soll uns nicht weiter behelligen. Wir spielen Nukes gegen den lieben Armadillo. Werden wir sehen, wie wir hier auf der Map Stalaktiten performen wollen, können. Wir hatten das Coaching ja auf Standard, aber es ist basically anwendbar auf diese Map. Ja, werden wir sehen. Ich platziere meine Windturbine jetzt erstmal hier unten rein. Weil ich noch keinen. Weil ich weiß, ich bin noch nicht so der Fan von die da oben einfach rein zu platzieren. Obwohl ich da halt auch nichts bauen müsste, ne? Das wäre halt schon effizienter. Das werden wir dann sehen. Ansonsten, Batterien darf ich dieses Mal nicht vergessen, auf keinen Fall. Was muss ich noch beachten? Ah, okay, er platziert seine beispielsweise da oben rein. Da sind wir mit Nukes natürlich dann am Start, um die schön rauszunehmen. Ja, mal gucken, wie das Match läuft, Alter, gegen Aberulo. Habe ich noch nicht gespielt. Das wäre jetzt halt so ein Pinch-fist-Pinch-fist-Match. Dementsprechend müssen wir ein bisschen schnell sein. Sonst werden wir einfach nur hops genommen. Ja. Oh, ich muss noch eine verkaufen. Wusste ich natürlich. Müssen wir dann nachher wieder. Rebuilden die Strut, aber die wird auf jeden Fall sehr expensive werden. Oh, vorher noch eine Batterie, die passt da aber nicht rein, leider. Ist ein bisschen schneller als er. Was ganz angenehm ist. Sniper-Position, das wird auch in diesem Match auch so ein Ding werden. Der muss sehr gut reinforced sein. Ich muss am besten zwei Sniper bereithalten. Tja. Tja, Leute, ne? Eigentlich muss ich mich um den Sniper kümmern. Na, bin ich early. Sniper hat hier gerade Vorrang. Wackel doch bitte nicht so. Danke. Oh mein Gott, das war gerade ein kleiner ultimativer Struggle, Alter. So, dann brauchen wir hier noch einen AB-Sniper rein. Wo will er sie jetzt feuern? Boah, das war knapp, Leute. Es war sogar mehr als knapp. Es tat weh. Wir hören das Upgrade. Wir gehen direkt für das Upgrade. In der Zwischenzeit müssen wir versuchen, uns ein bisschen besser zu verteidigen hier. Das passt aber schon nicht mehr, weil mein Fort jetzt so ein bisschen hängt. Batterie da nachbilden auf jeden Fall. Windturbine weg da. Allerdings meine ich. So. Den und den weg. Hier Tür rein. Den gerne upgraden. Jetzt kommt er mit Minigun an, weil er denkt, dass ich Anti-Air bilde. Aber ich verwende meine Ressourcen hier lieber, glaube ich, für was anderes, ne? Für einen AB-Sniper zum Beispiel. Sehr schön. Da hätte der Sniper gesessen. Ich habe jetzt nicht gesehen, wo er hingezielt hat. Tut auf jeden Fall weh. Tut bei ihm genauso weh. Es ist ein krasses Nuke-Battle, ne? Ist krank. Ich habe halt leider meinen Sniper verloren. Das ist ein Vorteil für ihn. Wir müssen uns jetzt nur gegen die nächste Nuke verteidigen. Dann sind wir eigentlich safe. Okay, das kriegen wir verteidigt. Jo, das ist okay. Dass das alles brennen muss, ist ein bisschen nervig.
Ich winkte mit dem Sniper da unten. Das ist jetzt leider sehr belastend. Ich habe meine Nuke nicht vernünftig verteidigt. Und der hat Gunner am Start. Das sieht nicht gut aus, Leute. Jetzt haben wir es verkackt an der Stelle. Ja, ich muss hier einen vernünftigen... Die Nuke, die hat uns da den AB-Sniper genommen und damit war das Game basically over für uns. Zumindest in der Strategie. Müssen wir mal gucken, ob wir hier noch eine Schnitte haben werden. Ja, das ist nicht geil, Leute. Die werden aber noch fett. Die Taube drückt da durch! Es ist zum Kotzen! Es ist zum Kotzen. Ja, ich habe gar keinen Bock mehr auf das Spiel, Mann. Dass ich meinen einen AP-Sniper da verloren habe, das ist so ärgerlich. Darauf hat sich alles aufgebaut. Warum schießt er jetzt sie zuerst? Das finde ich auch unfair. Es kommen halt nur die Schwarmraketen durch. Die machen vielleicht noch ein bisschen Schaden, aber das ist jetzt halt auch nicht die Welt. So, weißt du? Da oben hat er auch einen Sniper. Ich, hier oben muss jetzt ein guter AP-Sniper hin. Ich habe schon wieder die andere blöde Nuke zuerst geschossen, Mann. So, wenigstens zwei Minigunner ausschalten können. Das ist sehr angenehm für uns. Ein Sniper haben wir noch am Start. Wir haben aber keine Energieproduktion mehr. Das heißt, wir müssen jetzt hier mal da Energieproduktion zusehen, dass wir welche bekommen. Das verkaufen, hier ein Schild reinziehen. Gegen die Minigunner, die dann doch noch sehr... Warum verschwindet da jetzt die ist gerade gebrochen. Mann, dieses Spiel fuckt mich heute Morgen aber auch wirklich ab, Alter. So, jetzt verballer ich Ressourcen auf etwas, was ich nicht hab, Alter. Ist auch unangenehm, muss ich sagen. Ja, hier, das kommt doch eh nicht mehr rechtzeitig. Sniper verliere ich sowieso wieder. Mein Gott. Wille zu leben verloren. Aber Leute, er ist nicht eingespielt. Er ist nicht eingespielt. Na, ist doch ganz klar, er ist nicht eingespielt. Ja, noch eine Windturbine irgendwann vielleicht mal. Wenn die Ressourcen nicht so, die Reparaturen nicht so reinkicken würden. Sind AB-Sniper auszuschalten, wäre auch nochmal so ein Goal. Hier vielleicht einfach mal einen Gunner rein. Warum nicht? Sind 75 Metallverschwendung. Kann man sich ja mal gönnen. Ja. Tat weh. Keine Frage. Die Nuke kommt durch. Jawohl. Jawohl. Leute, das muss auch mal sein. Ja, ja. Man muss auch Glück haben, Ambu. Man muss auch mal Glück haben. Blindes Huhn für den Aumann-Core. Das ist hier immer noch ein Nuke-Battle, ja? Okay, eine kommt hier unten rein. Das sind jetzt zwei Nukes. Oh, oh. Ja, dass die da wieder irgendwo ins Nichts geht, ist klar. Fuck, da oben hat er jetzt auch einen Sniper. Wieder am Start. Mann, er hat nicht genug Ressourcen, um die Dings abzufeuern. Er hat nicht genug Metall.
Oh, au, oh, ah, oh, Ja, ohne Sniper, das wird sich nichts mehr machen lassen. Das Game ist lost, Leute. Das Game ist leider einfach nur lost. Es tut mir leid, ich hab's versucht, aber es gab hier am Anfang ein paar nicht leckere Ereignisse. Er hat auch viel verloren zwischenzeitlich. Die eine Nuke hat uns dann vielleicht nochmal ein bisschen Glück gebracht, aber ich habe ja nicht mal mehr Ressourcen, um mich dagegen zu bauen. So, weißt du? What am I supposed to do? Das wird jetzt unser Tod werden. Miau. Aber nur eine, interesting. Interesting wise. Jetzt kommt die zweite. Ja, das ist GG. Ach ja, ach, es ist noch nicht GG. Ja, aber was soll's. Hallo, mach doch den Chat aus, bitte. Naja, egal. Wäre auch nicht mehr wichtig gewesen. Ach, das war eine belastende Runde gegen Ambu, Alter. Die wird, ja. Nein, ich zeige auch Niederlagen. Ich zeige auch Niederlagen. Ich zeige, ja, es kommt. Es kommt, ist ja okay.